Nach dem Urknall und Millionen von Jahren der Evolution erschienen viele Planeten günstig für die Entwicklung des Lebens. Einer von ihnen ist Cat Earth 8 Miau. Die Hauptbewohner dieses Planeten sind süße Katzen. Katzen wurden schlauer, begannen Technologien zu verbessern und fanden ein neues Ziel: neue Freunde auf anderen Planeten zu finden. Nach vielen Recherchen und gewagten Experimenten ist der Tag gekommen. Der Tag, an dem der erste Satellit Catellite 609 aus der Umlaufbahn des Planeten geschickt wird, auf der Suche nach außerirdischen Freunden. Ahoi und willkommen hier bei der Demo von Catellite 609. Wir starten direkt. Das fängt direkt total süß an. Genau, was ich noch kurz sagen will, ist, dass die Demo ist gerade auf Steam kostenlos spielbar und das Spiel kommt im zweiten Quartal 2022 raus. Soll es zumindest. Okay, hier haben wir wahrscheinlich den Planeten. Und hier, es könnte schon die Raumstation sein. In einer weit, weit entfernten Galaxie, kommt uns das nicht bekannt vor. Auf dem Planeten Cat Earth 8 Miau arbeitet das Katzenweltraumkommando ununterbrochen an der Suche nach außerirdischen Freunden. Die Katzen bekommen eine Nachricht. Ich interpretiere jetzt diese Bilder. Und die Katzenprofessorin ortet etwas. Plötzlich erhalten Sensoren ein Signal aus einem unerforschten Gebiet in unmittelbarer Nähe des Planeten der Katzen. Die Katzen wollen eine Erkundung starten. Sie wissen nicht, was es da gibt. Sie strengen sich an und haben dann eine Idee. Sie bauen eine Raumstation mit Fisch. Oder nehmen Fisch mit. Die Gelegenheit sollte nicht verpasst werden. Es ist Zeit, den erfolgreichen Prototyp von Catellite 609 in Aktion zu testen. Es haben sich bösartige Ratten in der Fischkiste mit an Bord geschmuggelt. Oh, wie süß ist dieser Android? Oh, ist der niedlich. Mit dabei ist der Katzenandroid. Und die Reise beginnt. Unausstehliche Ratten, unversöhnliche Feinde der Katzen, lauerten in der Kiste mit Futtervorräten. Leider hat sie vor dem Start niemand an Bord bemerkt. Willkommen an Bord von Catellite 609, Captain. Ach, er ist so toll. Okay, hier haben wir unsere Raumstation. Toll, dass wir jetzt mit der Arbeit beginnen können. Während du weg warst, hat der Catellite etwas Staub gesammelt. Umschauen. Schau mal an jedes Modul des Catellite. Okay, wir sollen mal hineinzoomen. Gut gemacht. Okay, und wieder zurück. Wunderbar. Lass uns lernen, wie man baut. Wir werden das erste Wohnzimmer für die zukünftigen Besatzungsmitglieder bauen. Eigentlich müsste die Katze, die sieht so niedlich aus, müsste es eigentlich ein bisschen höher vorlesen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wähle mal ein Objekt im Konstruktionsmenü. Bauen wir ein Wohnzimmer für die zukünftigen Katzen. Hier kann man ein Wohnzimmer bauen. Toll! Jetzt haben die Katzen einen Schlafplatz. Hier werden die aktiven Aufgaben angezeigt und hier kannst du den Aufgabenfortschritt und die Belohnung sehen. Sehen wir uns jetzt die Videobotschaft an. Okay, wir bekommen einen Call von der Erde. Der Kapitän des Schiffes, Roboter Katze, hat ganze Arbeit geleistet und ist nun bereit, sich zu melden. Er sieht ein eingehendes Signal auf dem Monitor. Ein Signal kommt von der Erde, landet bei uns auf dem Bildschirm
und sagt, dass zwei neue Besatzungskatzen kommen. Cats vom Space Command wollen ein Update zum Verlauf der Expedition. Zum Glück ist alles in Ordnung. Wir schielen nur ein bisschen. Wir müssen Schlafplätze bauen. Oh, die sind auch süß. Und wir brauchen unbedingt Thunfischpaste. Es ist Zeit, die Crew zu erweitern, aber zuerst müssen sie einen neuen Raum bauen. Und wir haben auch unser kleines Maus-Symbol, das mit einer kleinen Foto ist auch süß. Okay, wir bestätigen das. Der Captain hat den Befehl erhalten, Zeit zum Handeln. Jeder weiß, dass Katzen Fische mögen. Der Catalyte ist mit Lebensmitteldruckern ausgestattet. Machen wir ein paar Fischröhren, um den Futtervorrat aufzufüllen. Fischröhren? Ich schicke mich jetzt zum Arbeitsplatz und warte mal, bis ich dort ankomme. Kommt er angeflogen? Schick mir. Achso, bist da? Mach mal die erste Röhre, indem du Plus in der Nähe der Tafel mit einer Röhre drückst. Es wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Hier unten. Moment, ich glaube, ich bin hier ein bisschen. Ich setze mich mal um, ich glaube, es ist besser. Erledigt. Jetzt ist die Crew bereit, erweitert zu werden. Lass uns einen Bericht über den erfolgreichen Abschluss der Aufgaben erstellen, um eine Belohnung zu erhalten und mit unserem Cat-Meow 08-Planeten in Kontakt zu treten. Ich spreche nur noch robotisch. Hey, ich kann das nicht lesen. Nee, nee, nee. Achso. Okay. Oh nein. Irgendwas ist mit der Fischkiste passiert. Sie bewegt sich. Ich werde schauen, was da ist. Und es fällt eine Ratte raus. Ah, und sie beißt die Katze. Und die Katze weint. Kitty ist traurig. Unausstehliche Ratten meldeten sich an Bord und bissen eine der Katzen. Sie meldeten sich an Bord. Aber auch voll süß gezeichnet. Die Android-Roboter-Katz fragt sich, was los ist. Und die ich sehe den Notfall schon an, so zu sprechen. Das arme Kitty meldet das Problem. Aber die Android-Katze hat eine Idee. Sie meldet das der Erde. Und die Erde denkt sich, what the fuck, wir haben Ratten an Bord? Das war so nicht geplant. Jetzt ist sich der Kapitän des Problems bewusst. Er bittet das Kommando um Hilfe. Sicher, der Kapitän weiß, was zu tun ist. Erraten! Der Roboterkatz formuliert nochmal das Rattenproblem. Der Kapitän oder unten denkt sich, okay, wir werden daran arbeiten. Und alle sind verwirrt wegen der Ratten. Die hier, die Katze hier hat irgendwie so einen Thunfischbart. Die hat in der Zwischenzeit heimlich lauter Thunfischdosen ausgeschnubbelt. Der General trifft die Entscheidung, einen neuen Spezialisten zu teleportieren, der der Herausforderung wirklich gewachsen sein soll. Ja, irgendwie ist auch so ein bisschen planlos. So. Eine Mausefalle. Eine Mausefalle löst das Problem. Wir müssen sie irgendwie bauen. Es gibt eine Lösung, es ist eine Mausefalle, aber bevor sie einen bauen können, müssen sie einen neuen Raum bauen. Bevor sie einen Mausefalle bauen können, okay. Die Station ist echt süß. Bis 30. Muss man mal gucken, was das hier alles ist. Irgendwas?
Genau, hier kommt dann. Hier kommt, glaube ich, immer die. Ah, okay. Hier kommen die Nachrichten. Die kennen wir. Okay, Forschungsabteilung, genau, so. Wir haben 790 von 1500. Das jetzt hier. Ach so, okay, muss man nochmal bestätigen. Okay, die Katzenplätze sind leer. Was machen wir da? Wir klonen neue Katzen und machen Sportübungen. Der Computer funktioniert nicht. Aber Katzenroboter hat eine Idee oder ist auch verwirrt. Er hat immer den gleichen Gesichtsausdruck, deswegen weiß man es nicht genau. Nein, sie sind alle ratlos. Der Raum ist gebaut, aber den Katzen fehlen die Fähigkeiten, ihn zu benutzen. Wie immer melden Sie sich zurück in Ihrer Kommandostation, um nach Hilfe zu fragen. Und der da unten sitzt der Katerich. Der hat auch die Idee mit der Mausefalle und er ist auch ansonsten der Checker. Genau, wir rufen beim Kommando an und erklären die Situation. Jetzt hat die Crew die Baupläne der Mausefalle. Ich glaube, ich erzähle voll den Quatsch. Wow. Der Forschungsraum ist nun einsatzbereit. Lasst uns keine Zeit verschwenden und mit einer Erkundung des Weltraums fortfahren, um neue außerirdische Freunde zu finden. Es können sich Mitglieder der Besatzung im Forschungsraum aufhalten. Gehen wir hinein. Okay, auch hier kann man wieder eine Katze zuordnen. Okay, die muss dann da noch ankommen. Okay, wir müssen erstmal gucken, was man erforschen kann. Es gibt drei Arten: einmal eine Umgebungsanalyse, eine Weltraumobjektanalyse und die Suche nach Leben. Also Suche, wenn das der Reihe nach ist, Umgebungsanalyse, Weltraumobjektanalyse und Suche nach anderen Felinenarten in den Weiten dieses Weltraums. Um einen Forschungsjob antreten, also können, musst du die hier aufgeführten Voraussetzungen erfüllen. 90 Energieblitze in Grün. Eine Teleskopanlage und eine Lupe. Verwende das untere Feld, um die Belohnung für den Abschluss anzuzeigen oder einen Forschungsauftrag zu starten. Ah, man kriegt dann auch eine Belohnung, das finde ich gut. Okay, wir können jetzt den ersten starten. Drück hier drauf und die Action geht los. Du musst die Forschungsdaten erheben, die sie nach erfolgreichem Abschluss von Forschungsaufträgen erhalten. Wow. Okay, wir haben hier einen Kartosonar. Hier ist wahrscheinlich, wie viel wir im Spiel jetzt prozentual erkundet haben, Besatzungsmitglieder, aber wir haben ja schon mehr. Weiß ich noch nicht genau. So, hier ist unser kleines Schlafzimmer. Diesen süßen Katzenboxen. Diese Räume hier sind noch verstaubt. Die kommen dann wohl noch dazu. Kann ich hier irgendwas machen? Oh, die läuft so schnell. Die muss auf Klo. Nee, sie geht in die Küche. Oh, ich glaube, sie drückt mal. Ja. Sie schnabbelt sich eine Thunfischpaste rein.
Okay. Muss dann erstmal einen zuweisen, ne? Okay, genau. Der graue Tiger geht da rein und jetzt kostet es... Hier muss man ein bisschen gucken. Es gibt hier grüne Weltraum-Space-Algen, dann irgendwelche Vitamintuben. Da sind wahrscheinlich so alle Nährstoffe drin und dann zermatscht man das alles zu Thunfischpaste. Ne, weil das besteht dann aus zwei davon. Okay, ich guck mir das mal an. Aktuell haben wir... Oh nein, diese gefräßigen Katzen. Der hat schon wieder einen Thunfischpaste schnabuliert. Oder der tut das gerade. Jetzt haben wir nur noch 4 von 10. An Algen sind wir noch großzügig ausgestattet. Hier könnten wir auch ein paar mehr gebrauchen. Stell die mal her. Ah, okay. Das dauert ein bisschen. Jetzt haben wir 10. Machen wir gleich nochmal eine. Dann sind die Vorratsschränke voll. Das ist mal schön. Wahrscheinlich ist es auch gut, ein bisschen auf Tisch zu haben. Und dann 640 von 1500. Also hier geht noch mehr. Ich weiß nicht so genau, was das hier ist. Das checke ich auch nicht so genau. Was macht das? So, wir haben... Ich mach nochmal... Wieso hat das aufgehört? Er hat Hunger! Der hat aufgehört zu arbeiten! Die fressen mir die Haare vom Kopf, da kommt schon wieder die nächste Katze angerannt. Hey, ihr kleinen Weltraumkatzen, ihr sollt arbeiten! Oh, die haben aber einen hohen Durchlauf an Thunfischpaste. Wir fressen eine kleine Biester. Ich meine natürlich, wir fressen eine kleine süße Knuddelkatzen. Nicht, dass ich hier Hate-Kommentare von den ganzen katzenliebenden Menschen dieser Welt auf meinem Videokanal kriege, zu denen ich auch übrigens gehöre. Ich mag aber auch Hunde. Ich mag Katzen und Hunde. Sowieso eigentlich alle Tiere. Okay, Moment, so 6. Gleich höre ich mal hier auf. So, jetzt gucke ich mich mal hier noch ein bisschen um. Ich meine, hier, da oben versteckt sich eine Katze und denkt sich, sie müsste nicht arbeiten. Kann ich die nicht hier auch mit reinschicken noch? Hier geht der Android rein. Da kommt sie angerannt. Okay. Das war's, ne? Mehr haben wir nicht, ne. Also die Energie füllt sich echt schnell wieder auf. Aber durch das Herstellen verbraucht man auch relativ viel. Da kommt halt schon wieder so eine kleine Fresskatze angelaufen. Also. Okay, hier waren wir fertig mit der Erforschung, ne? Das heißt, okay, Moment. Wir hatten das hier gemacht. Sollte ich hier nicht meine Belohnung irgendwie abholen können? Ich kann jetzt auch nur das anklicken. Hier steht 0 von 2. Hier haben wir jetzt 4% erkundet. Und da rennt die nächste. Ich darf gar nicht hingucken. Ach, jetzt dauert das erstmal 40 Sekunden. Ich kann da jetzt auch nicht raufklicken und mir das angucken. Ah, hier sieht man auch im Überblick, wie es den Kiddies geht. Eine hat schon wieder einen halb leeren Bauch. Das ist hier der Arbeiter.
So. Okay. Zu den anderen Räumen kann ich hier leider noch nichts machen. Hier. Serverfach, das ist noch gelockt. Hier ist es möglich, Forschungsdaten in Nanowährung umzurechnen. Okay. Hier kann ich jetzt gerade gar nichts weiter machen. Hier hängen auch Bilder von ihrem Katzenplaneten von zu Hause. Ist auf jeden Fall total süß. Weiter raus kann ich auch nicht, um zu gucken, ob hier noch irgendwo. Auf jeden Fall chillig das Spiel, also schon schön. Oh, wir haben ganz schön wenig Energie. Ich muss immer daran denken, den, wenn das aufgefüllt ist, den dann auch wirklich zu drücken. Nicht, dass das irgendwann eng wird. Okay, also wir hatten ja das hier in der Mitte erforscht. Danach haben wir den hier erforscht. Jetzt haben wir auch einen von 20. Das kann ich jetzt auch gar nicht weitermachen. Liegt das an der Energie? Ich habe 315. Genau, ich könnte nur den machen. Moment, ich sammle noch mal gerade ein bisschen und dann schaue ich mir das noch mal an, weil ich glaube, ich würde mal sagen, ich brauche ja zwei von denen aktuell, ne? Hier ist so der Auftrag drin. Irgendwie. Es ist so, ja, das ist nur so ein bisschen verwirrend. Nein, du kriegst nicht schon wieder Thunfisch, du kleine Katze. Sie macht es, sie geht und holt sich. Unmöglich. Das ist ja wie bei Overcooked hier. Nicht ganz so schwer. Neue Energie. Die Spinde hier sehen ja auch cool aus. Was wollte ich sagen? Ich habe den Faden verloren, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. So, Energie. Ach ja, genau, ich bin irgendwie, bin ich ein bisschen verwirrt wegen der Mausefalle. Und ich hoffe, dass es da irgendwie weitergeht, wenn ich halt einfach die Dinger hier erforscht habe. Weil irgendwie kann ich ja jetzt hier wegen der Mausefalle nichts anderes weiteres machen. Also. Wird schon. Ich habe nur noch 3 von 13, also es geht echt gut weg. Kiddies, ich brauche die Energie zum Forschen. 380. Okay. 395, so langsam näher ich mich. Ah, jetzt geht's. Gut, zur Not müsst ihr hungern. Hier habe ich auch wieder keiner mehr. Okay. Boah, es ist alles weg. Wir haben nur noch 10 grüne Energieblitze. Oh-oh. Ab jetzt gibt es Pastenverbot. Jetzt gibt es Pastenfasten.
aber wenn jetzt keine Paste mehr da ist und alle haben Hunger und arbeiten die dann noch, wenn die Hunger haben? Weil sonst könnte man ja auch gar keine neuen Pasten herstellen. Aber ich will das jetzt auch nicht ausprobieren. Es läuft ja gerade eigentlich. Also ich kann mir das echt mal schön vorstellen zu spielen. Also ich würde gerne wissen, was man hier noch weitermachen kann. Mal gucken, wie weit die Demo geht. Und wann man die schlafen schicken muss, weil hier kann ich jetzt ja quasi auch gar keinen. Also hier. Ich glaube, sie sind fertig. Ja, 2 von 20. Aha, aha. Das ist die Belohnung. Keine Ahnung, was das hier macht. Ich nehme deswegen jetzt einfach mal das. Und hier gibt es eine neue Nachricht von unserer Erdenstation. Die Katzenplätze sind schon wieder leer. Alle sind fleißig wieder bei der Forschung. Katzen kehren in den Forschungsraum zurück, aber diesmal haben sie Blaupausen. Jetzt sind wir vorbereitet. Es wurde erforscht, aber irgendwas stimmt nicht. Es gibt einen Alarm. Der rote Knopf wird gedrückt. Doch was ist eigentlich los? Wir fragen wieder den Commander. Die wissen immer, was los ist. Wir sind eigentlich völlig hilflos und voll. Wir sind lauter Noobs in der Weltraumstation, aber zum Glück haben wir immer... Oh nein, jetzt habe ich den Text nicht gelesen. Zum Glück haben sie die ganze Zeit Kontakt zu dem Miau-Planeten, wo ihnen die Antwort gegeben wird. Okay, auch jetzt rufen wir sie wieder an. Der totale schlaue Commander meldet sich, gibt die Antwort und es wird jemand Neues geschickt. Das Kommando erhält eine Anfrage für einen technischen Experten. Passt doch, oder? Da wird er hochgebeamt, aber er kann nicht raus. Sind die Mäuse daran schuld? Nein. Er fragt, das ist irgendwas mit der Mausefalle doch. Irgendwas klappt nicht bei dem Bau der Mausefalle, vielleicht weil es den Alarm gibt. Doch der Experte kümmert sich darum. Die Hilfe kommt. Ein neues Besatzungsmitglied ist fest entschlossen, die Situation an Bord zu retten. Es ist unser schlauer Commander. Die andere denkt sich nur wieder, what the fuck ist los? Die anderen Katzen verstehen die Vorgehensweise der seltsamen Konstruktion nicht. Der Commander denkt sich, alles muss ich hier selber machen. Okay, was soll ich jetzt machen? Kurz Essen machen. Ihrer Bauch studiert nicht gern. Und da kommt schon wieder einer angestratzt. Geht weg, ihr verfressenen Katzen. Oh nein, der Fisch ist aus. Oh, es ist gerade noch rechtzeitig. Nee. Kam es noch rechtzeitig an? Sie hat schon gemeckert, weil keine Fischpaste da ist. Dann hat sie dann noch ganz, hat sie die panisch die Kiste durchgewühlt und dann hat sie eine gefunden. Die eine, die jetzt wieder da war. Jetzt ist sie wieder happy. Also ich glaube echt, wenn die Hunger haben, dann verlassen die Station, weil die waren ja eigentlich alle hier drinne. Geht die jetzt wieder zurück? Oh. Wir sind hart am Energielimit. Andere fragt sich auch schon, wo ist der Fisch? Wo ist der Fisch? Ich höre die ganze Zeit nur, wo ist der Fisch? Fisch, Fisch.
Kein Fisch auf dem Tisch, dann fühlen wir uns nicht frisch. Oh oh, Energieproblem. 30 von 50. Sie schnabulieren mir alles weg. Geht an die Arbeit. Los, wenn ihr gefressen habt, dann müsst ihr auch wieder arbeiten. Wir nutzen dann die Möglichkeit, um sich hier irgendwo an Bord zu vergnügen. So geht das nicht. Gleich muss ich erstmal gucken, was hier überhaupt jetzt los ist. Was geht jetzt hier bei der Forschungsstation? Gar nichts. Wir können hier nichts machen. Ich habe dir aus Versehen hier zugewiesen. Ups. Ihr sollt hier rein. So, jetzt ist wieder alles so, wie es sein soll. Deswegen konnte ich da auch gerade nichts machen. Sagt unser Auftrag was? 2 von 3. Also wir müssen einen hier noch erforschen. Dafür brauchen wir aber wieder 440. Also das steigt anscheinend auch an, weil ich glaube, davor waren es 490, ne? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wir müssen ordentlich Weltraumenergie absorbieren. Wir sind auch schon wieder pastenlos. Dann müssen wir hierfür auch was ausgeben. Ein Teufelskreis der Thunfischpaste. Bisschen. Können wir noch mal ein bisschen hier abchillen? Ach genau, okay, das ist wieder 9% haben wir. Das hier verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Was geht ab? Ich werde heute Nacht von hungrigen Monsterkatzen träumen, die eine Weltraumrevolte starten, weil die Thunfischpaste alle war. Ich würde gerne so einen Knopf bauen, damit irgendeine von den kleinen Katzen immer automatisch hier rauf drückt, wenn die Solaranlage wieder fit ist. Wird schon wieder die letzte weggesaugt. Ja, wenn ihr Bock habt, dass ich das in der Vollversion spiele, wenn das rauskommt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Reicht auch ein einfaches Plus oder so. Und dann könnten wir das ja machen. Mal schauen, was hier noch so kommt. Jo, vielleicht auch mal abends gemütlich streamen. Ich will ja auch noch gerne ein bisschen Livestreams machen, wenn ich die Technik irgendwann gebacken kriege. Das ist alle. Und ich sehe, bei der nächsten ist schon wieder der Magen leer.
würde es vielleicht Sinn machen. Moment, aber jetzt wird ja hier momentan gar nichts gemacht. Aber ich habe ja auch eh nicht mehr Energie. Weil ihr gerade auch Sinn macht, hier zwei zu schicken. Aber dann geht ja auch nur das Kochen schneller. Das hilft mir ja auch nicht generell bei der Energie. Nicht. Ich meine, ich kann ja hier trotzdem mal eine rausnehmen. Dann setze ich hier mal eine rein. Jetzt geht's echt einiges schneller. Das ist natürlich ganz nett. So langsam klettern wir nach oben. Wäre cool, wenn man den irgendwie ausbauen könnte. Ich meine, der hat ja hier noch freie Flächen. Das wäre nicht schlecht. Und hier auch noch. Alles voller Energie, damit es Thunfischpasten, Berge gibt. Haben wir jetzt 345. Es macht Geräusche. Cent. Also, ich überlege gerade, was es hier noch für Räume sein könnten. Waffenstation? Ob es hier auch einen Weltraumkampf geben könnte, rein theoretisch? Mit Weltraumpiratenkatzen? Zwei Pasten sind noch da. Wir werden jetzt mal versuchen, keine mehr zu machen, um einfach die Energie voll zu kriegen. Jetzt müssen die Gürtel ein bisschen enger geschnallt werden. 435. Gut aus. Wir haben keine mehr, sie sind aus. Ich mache immer nur so, dass eine Paste da ist. Damit können wir leben. Man auch auf die Planeten, auf andere Planeten rauf könnte? Jo Leute, tut mir leid, aber mehr ist gerade einfach, glaube ich, nicht zu tun. Genau, hier kann man auch noch mal gucken. Der eine schiebt gerade Kohldampf. Alle Katzen schielen so ein bisschen. Sub 510. 540. Bald geht's ab. Ich schicke dann hier schon mal doch eine wieder raus. Die setze ich hier wieder rein, damit das gleich abgeht in der Erforschung. Nämlich genau jetzt. Los, forscht ihr Kleinen!
2:12 dauert das. Wie ist es eigentlich bei euch? Spielt ihr gerne so Demos, wenn die kommen? Also probiert ihr das dann mal aus oder? Schaut ihr gerne woanders in Demos rein und guckt einfach, wie das Spiel so ist? Oh, im Forschungsraum stimmt etwas nicht. Die aktive Forschung wurde notgedrungen eingestellt. Alle Arbeiter im Inneren bleiben im Raum, bis das Problem gelöst ist. Du musst die Herausforderung schnell meistern. Es wird sicherlich nicht schwierig sein. Drücke auf das rote Zeichen und löse das Rätsel. Okay, hier ist minus 14 Grad, hier ist minus 11 Grad, das heißt, das ist zu kalt. Juhu! Gut gemacht, jetzt funktioniert alles, wie es soll. Das war richtig hart schwer. Die Forschung geht weiter, ich hoffe, du musst dich nicht mehr mit solchen Problemen herumschlagen. Es hat ein paar Nächte gedauert. Wir haben ein paar Tafeln gefüllt mit mathematischen Berechnungen. Aber im Endeffekt konnten wir das Problem lösen. Ja, Dickerchen, gibt's nichts mehr. Was? Nein, du kriegst was. Bei mir sollen keine. Oh, siehst du, die forschen dann auch nicht weiter. Wir brauchen Pasten. Ich finde es auch nicht gut, wenn die hungern müssen. Die Kiddies hier, die sollen ordentlich Paste haben. Ohne Mampf kein Weltraumkampf. Und auch keine Forschung. So, hier, Moment, ich bin in der Kantine, hier, eine kann schon mal rein, die nächste versorgt sich jetzt. So, ab mit dir. Kätzchen Nummer 3 braucht nochmal alles. Egal, wo die auf der Raumstation sind, die riechen das auch, wenn die frisch gestampfte Paste wieder am Start ist. Und dann kommen sie in die Kantine gerast. Passt auf. Jetzt. Und dann, es kommt Fisch! Und dann stratze ich los! Schicken. Und schon ist wieder eine Katze traurig. Fischpasten, Endlosschleife. Moment mal, Freundchen, dein Bauch ist doch voll. Warum gehst du nicht arbeiten? Ah, der Schlingel wollte sich drücken. Ich weiß auf jeden Fall, wie ich aussehen würde, wenn ich jedes Mal, wenn ich lernen oder irgendwas mir beibringen würde, so oft Hunger hätte wie die kleinen Kiddies hier.
Irgendwie so eine Karte scheint es auch, glaube ich, eher nicht zu geben. Also, dass man jetzt sieht, wo man sich befindet. Ich glaube, man wird da eher so storymäßig durchgelotst. So blinkt das. Ist das schlimm? Wir ackern uns hier schon gerade wieder ganz gut hoch. Der kleine Cat-Robot ist nur am Kochen. Schlingelt er sich schon wieder weg? Ab mit dir. Okay, also die, wie gesagt, definitiv so, wenn sie Hunger haben und nichts zu essen da ist, dann schnubbeln die sich hier irgendwo weg. Dann haben die keinen Bock mehr. Und dann, auch wenn sie Futter dann bekommen haben, auch danach arbeiten sie nicht weiter, muss man sie wieder neu zuweisen. Also wenn man nachher vielleicht irgendwie so eine Katzenhorde hat, dann kann das wahrscheinlich auch unübersichtlich werden. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht genau, wie viele Katzen, wie groß die Besatzung so sein kann. Achso, hey, wir sind fertig, oder? Boah, das nächste kostet 685. Moment. 3 von 3. Tada! Ja. Catalyte 609. Oh. Danke, dass du den Demo-Modus gespielt hast. Wir sind durch die Demo. Wir hoffen aufrichtig, dass dir ein Demo unseres Spiels gefallen hat und dass du die Passage genossen hast. Okay, dann kommt noch ein bisschen Text. Ja, hat es mir gefallen? Ich würde sagen, ja. Also wir haben jetzt natürlich in der Demo relativ viel gekocht einfach. Aber das Spiel ist süß von der Grafik her, so eine nette kleine Story, die auch gut gezeichnet ist. Wenn jetzt noch vom Content her ein bisschen was dazukommt, dass man noch mehr machen kann, dass man nicht nur in der Küche steht und die ganze Zeit Paste aus Thunfischen rauspresst, dann ist das, glaube ich, wirklich gut spielbar und macht auch Fun und ist auch total gut, wenn man mal Bock auf so eine entspanntere Runde einfach hat. Ja, also von daher würde ich auch sagen, doch, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das spielen würde. Okay, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, hoffentlich. Tschüss, schönes Wochenende.